Seit der Entdeckung des Erdöls waren die Golfstaaten immer wie ein Magnet für Arbeiter aus aller Welt. Doch in diesen Zeiten der Pandemie sind die Flieger so gut wie leer. Anstatt der Essensrationen verteilen sie nun Corona-Schutzausrüstungen. Ladies and gentlemen, welcome to Dubai International Airport. And the outside temperature is 42 degrees Celsius. Vor Covid-19 war Dubai der meistfrequentierte Flughafen der Welt. 86 Millionen Passagiere drängten sich Jahr für Jahr durch diese Hallen. Heute sind sie verwaist. Der Shutdown hat die gesamte Wirtschaft der Emirate ausgebremst. Seit Anfang März ist die Arbeit auf den Großbaustellen eingestellt. Die Expo 2020, eigentlich geplant für Oktober, wurde um ein Jahr verschoben. 15 Millionen Touristen erwarteten die Hotels und Luxus-Shopping-Center. Doch in diesem Jahr kommen keine. Um ihre Verluste zu begrenzen, haben die Firmen der Emirate Führungskräfte und Hilfsarbeiter in Massen entlassen. Die Golfstaaten boten diesen Arbeitern 3- bis 4-mal so hohe Gehälter wie in ihren Herkunftsländern. Doch in der Pandemie wurde aus dem gelobten Land eine teuflische Falle. 2 Busstunden entfernt von Dubais Zentrum, der Stadt mit dem höchsten Gebäude der Welt, stehen die Baracken der Arbeiter. Hunderttausende leben hier, zusammengepfercht, ohne Arbeit, ohne Einkommen. Einen Rückflug in ihre Heimat können sie sich nicht leisten. Außenstehende haben normalerweise keinen Zutritt zu den Baracken. Doch ein junger Bangladescher geht das Risiko ein und zeigt uns, unter welchen Bedingungen sie hier leben. Okay. So, this is your room? Yeah, this is my room. Here is one people. Okay. And here is one people. Here is one people. Here is one people. This side one people. Here is one people. Here is one people. And here is one people. This is my place. Sie waren Handwerker, Kellner oder Autowäscher. Alle haben sie ihre Arbeit verloren, müssen aber die 90 Euro für ihren Schlafplatz weiterzahlen. This is our place. There's 9 people food. Nur etwas Gemüse für alle. Mit ihrem Job haben sie auch ihr Aufenthaltsrecht verloren. No problem. Here I come, 2019. Und nun leben er und seine Zimmergenossen hier in der Illegalität. 29.9.2019. Then my visa is expired. I'll job 3 months in a restaurant. But when COVID-19 come, I'll go. I don't have my job are finished. They will rob me. That's why I am doing nothing though, not work. Room rent not possible, eating food not possible. Too much problem. Um am Golf sein Glück zu suchen, ließ sich der junge Bangladescher für ein Flugticket und die Visagebühren 1.000 Euro. Um zu überleben, versucht sich der junge Mann von nun an auf diesem provisorischen Markt unweit der Baracken. Die Gewieftesten verkaufen alles Mögliche an jene, die noch ein Gehalt oder wenigstens Ersparnisse haben. Er bietet chinesische Produkte feil, die ihm ein Lieferant überlassen hat. This is a earphone. This is a earphone. Daily sale is 50 dirhams, 60 dirhams, 60 dirhams, 60 dirhams. When I sell, my profit is 10 dirhams, 15 dirhams. Heist. Sobald die Ware bezahlt ist, bleiben ihm nur wenige Cent. Kaum genug für die Miete. Geschweige denn für ein Ticket zurück nach Hause oder Überweisungen für die Familie in Bangladesch. Dabei sollte eben er für ihren Unterhalt sorgen. Where's my family? And this is my little brother. This is my mother.
Right now, Bangladesh is too much difficult, everyone knows. Too much problem is money problem. That's the main issue. And my brother all time says, there's his studies money. He's all time call me and ask me, brother, why you give me money? Why you give me money? Because my studies right now stop. Wie ihm, so erging es angeblich über 1 Million Menschen. Sie alle haben ihre Arbeit verloren und sitzen hier nun fest. 90% der Bevölkerung in den Emiraten sind ausländische Arbeiter. Eine soziale Absicherung gibt es für sie nicht. In der Krise nahm auch im philippinischen Viertel die Zahl der illegalen Straßenhändler zu. Febi hat ihren Job im Marketing verloren. So etwas hat sie in ihren 12 Jahren in Dubai noch nicht erlebt. Basically, this is what's happening at night. You know, my fellow kababayans are coming out to sell something to sustain their daily needs here in Dubai. Right now, all the visas are cut. There's no more extension though. So this is their way of surviving. For example, these are dried fishes. I buy in the fish market and then clean and it dry in the rooftop. 1 to 2 days. If the police come, they have to run. Yes. Leave their things. Save themselves. Während des Shutdowns ist Febi zu einer lokalen Berühmtheit geworden. Für die Ärmsten organisiert sie Lebensmittelausgaben. Über die sozialen Netzwerke sammelte sie Spenden für warme Mahlzeiten, die sie dann vor ihrer Haustür verteilte. Bald standen täglich Hunderte vor ihrer improvisierten Suppenküche Schlange. Aber weil sie dazu keine Genehmigung der Behörden hatte, verlangte die Polizei, ihre Essensausgabe einzustellen. In that bench, near the tree, and the queue is up to here. Von ihrer Wohnung aus machte die Familienmutter weiter. Zum Glück hat ihr Mann noch seinen Job als Verkäufer in einer französischen Luxusboutique. Mit ihren 3 Kindern bewohnen sie ein 120 Quadratmeter Apartment. Gemeinsam mit vielen weiteren Mitbewohnern. So, this is our house. Mainly Filipinos are sharing. Here, 5 people are staying here, 1 each room. There are teachers in a Philippine school here. 5, 3 in that room and 2 here. And here, my youngest daughter, my eldest, my son, and us. So, yeah. This is the normal life of a Filipino. This is how we do it. In total, we are 14 adults and 3 kids. Total of 17 people are staying here. Hi. Hi. Welcome po. Für ihren Einsatz gewann Febi die Unterstützung einer philippinischen Großbank. Yung ipapack lang daw na konti lang. Okay. Sardines, noodles, rice, coffee. Wow! Talaga may coffee. Very good talaga ang video. So five items. Okay. Heute sind es Nahrungsmittel im Wert von 1.200 Euro. Alle Mitbewohner, auch die Kinder, helfen bei der Rationierung der Portionen. So we are putting like 6 cups of rice and then we put 4 pieces of eggs, 3 pieces of instant noodles and 1 canned food. So at least they have for 3 days. I know this is enough, but at least you know they will have something to put in their stomach every day. One by one, fold properly so it will not fall down. Oh, get more. It's so hard if you're not in your own country and you don't have anyone to depend on. There's so many Filipinos who will suffer and be stressed out with this kind of situation, and definitely they can think of something bad for themselves. So while we can, we will help. Auf ihrer Facebook-Seite stellt Febi die Zeiten der Essensausgabe.
Und pünktlich stehen Dutzende Schlange, um eine Ration zu erhalten. 800.000 Philippinen arbeiten in den Emiraten. Vor allem in der Gastronomie, in Hotels oder im Verkauf. Es sind die vom Shutdown und dem Tourismuseinbruch am härtesten getroffenen Branchen. Okay. Like right now, unpaidly, we don't have salary to get on and the last month of or on the end of the month. And then this thing is, you know, a week or for 2 weeks. This will going to help us a lot. Yeah. Nahezu 300 Menschen stehen heute vor dem Apartment an. Und doch ist diese Hilfe illegal. Denn behördlich registriert und genehmigt ist Phoebes Verein nicht. Just to be honest, what I'm doing is not allowed. But what you will do? What can I do? You see it. They're coming. So I should just send them away? What is better? The volume are adding up. Every day someone is losing their job, so someone is coming again and again and again to ask for food assistance. Thank you. Thank you. In den Erdölmonarchien steht alles unter Kontrolle, sogar die soziale Wohlfahrt. Eines Morgens lädt uns die Behörde zu einer Lebensmittelausgabe in diesem Gebäude ein. Eine Art Arbeitslager für Frauen. Hier schlafen 1500 Philippinen, alle beschäftigt bei ein und derselben Reinigungsfirma. Entlassen wurde keine. Ihr Gehalt jedoch hat man um 75% gekürzt. Vor laufender Kamera erhalten sie heute Hilfsleistungen der Lebensmittelbank der Vereinigten Arabischen Emirate. I coordinated with him during the said pandemic for distributing the food and the vouchers. So in behalf of UA Food Bank, we hope that matapos na rin tong pandemic and we just be patient. Tatsächlich scheint diese Ausgabe eher eine Social Media Kampagne bekannter Marken zu sein, die sich an dieser Aktion beteiligen. This is the part of the 40,000 meals campaign by the UAE Food Bank. They're giving away free meals of McDonald's. It's a sponsor by McDonald's, and we just gotta select if you like chicken or you like cheeseburger meal. Thank you. Selbst wenn sie Gutscheine kriegen, kann man sich kaum vorstellen, wie die ärmsten Arbeiter überhaupt zu Fuß zu den kilometerweit entfernten Restaurants gelangen sollen. Die Hilfe kommt hier nur schleppend an. Diese Baracken hier subventioniert das indische Konsulat. Für 14 Tage mietet es Zimmer an. So lange dauert es, Heimflüge zu organisieren. 40 indische Arbeiter warten in diesem Schlafsaal unter spartanischen Bedingungen auf ihre Rückkehr in die Heimat. This one also kitchen room. Two kitchen room. This one also room living here. This one also room. How many people? 10 members here. This is my luggage. Die Arbeiter haben hier Zuflucht gefunden. Ihr Arbeitgeber weigert sich, ihre Pässe zurückzugeben. Das ist eigentlich verboten, aber in den Golfstaaten eine beliebte Methode. COVID-19 is problem. No work. No money. No work, no work, no food, no food. No in company. Not give the company my passport. And why they don't give it back to you? No. Why? Yeah, I'm going in outside now. My company is not give money. Just why going in outside and working. Salary is not giving. Just why going outside working. And working.
not giving the passport. Arbab is not giving passport. Arbab is asking, it's not my problem. It's problem you going outside. Your problem. I cannot give your passport. So you cannot travel. Das indische Konsulat hat ihnen vorläufige Papiere zugesichert. Und dank der finanziellen Hilfe wohlhabender Mitglieder der indischen Diaspora sollen sie bald einen Platz auf einem Heimflug bekommen. I'm going to India. I see my family, mother, brother, children. See one more. Was this corona problem, Thomas? Bei allem Unglück bleibt diesen Männern zumindest die Hoffnung, wieder nach Hause zu können. Ein paar hundert Meter von ihnen entfernt schlafen andere unter freiem Himmel, bei nächtlichen 40 Grad Celsius. Arbeiter des indischen Subkontinents bringen uns zum rückwärtigen Teil eines LKW-Parkplatzes. Gut 100 sind es. Wer keine Hilfe erhalten hat, sucht hier Zuflucht. Auf der Straße zu übernachten ist in den Emiraten streng verboten. Aber über LKW-Anhänger sagt das Gesetz nichts. मौसम में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी हो रहा है सर पूरा दिन किधर बैठना है किधर नहीं बैठना मालूम नहीं किधर की झाड़ का नीचे जाके 10 आदमी बैठेगा तो सुल्तावाला आ रहा है भगा दे रहा है अभी ये पूरा दिन वो झाड़ का नीचे बैठ रहा है वो कचरा में अभी रात में ये ट्रक बेस हो रहा है सर ये ट्रक वाला भी कब निकालेगा कब नहीं निकालेगा मालूम नहीं कभी कभी रात में लेके जाता है वो थोड़ा रिक्वेस्ट करके सो रहा है सर नो वॉशरूम नो शॉवर नो हॉल Too much problems. This truck, 20 people, this truck, 20 people, this truck, 20 people. Another truck. No, night only sleeping truck. Kaum jemand in den Emiraten prangert die Behandlung dieser Männer an, die vollkommen auf sich gestellt sind. Gewerkschaften und Menschenrechtsorganisationen sind hierzulande verboten. Als einer der wenigen bricht Sunil das Gesetz des Schweigens. Während des Shutdowns saß der 37-jährige Nepalese in diesem in winzige Zimmer unterteilten Apartment fest. Yeah, this is my room and we are staying here with my friend. This is my bed and this is my clothes. I didn't have anything in my room. No, and this is my friend's bicycle. Don't have anything. We are just sleeping here. Unmittelbar vor der Pandemie hätte Sunil fast einen Job als Filialleiter in einem Supermarkt ergattert. Für 700 Euro pro Monat. Das Unternehmen hatte eine große Anwerbekampagne gefahren, besonders unter der Gemeinde der Nepalesen. So this is a contract? Yeah. And we feel that this is a secure, that we have job offer letter also and we have receipt of money. Then we don't think too much about that. And later on, they told us we will call you after 1 month. We wait for the call of them. But after one month also they didn't call us. Then we went there to the office. We asked them, but that time no one is there. The whole management team was changed. Mitten im Shutdown erfahren Sunil und seine Kollegen, dass die Firma, die sie eingestellt hat, verkauft wurde. So this is the supermarket. Und so stehen 800 Menschen ohne Job da, ohne Vorwarnung, ohne Abfindung und vor allem ohne Arbeitsvisum. Gut 100 von ihnen forderten die zugesagten Jobs ein. Sie organisierten sogar eine Demo vor der Ladenkette. Eine Seltenheit in den Emiraten, wo es kein Recht auf solche Demos gibt. You wanna go to police? Go. You wanna stay? I will call police for you. You can go labor. Do whatever you want. Don't talk to me too much. I will call police right now. They captured us and they took us in this police station. We explain our story. This happened. We don't have vision right now. What can I do? What is our solution? They told us we'll do something for us. It's still not. Nobody is doing. Ohne Aussicht auf einen Job und ohne Aufenthaltserlaubnis will Sunil nun zurück nach Nepal, sobald die internationalen Flüge wieder starten. Doch angesichts der Nachfrage all der rückkehrwilligen Arbeiter ist auch ein Flugticket für viele unerschwinglich geworden.
It's more than double price because the normal flight will be just 700 or 800 for the one-way ticket. But this time, we have to pay more than double. I just get help from my friend. I have to borrow some money from the friends, some from the relatives. Some of them give me 100 dirhams, some of them give me 200. Letzten Endes bezahlte Sunil 500 Euro. Schulden, die er abstottern muss, wenn er zurück ist, in Nepal, einem der ärmsten Länder der Welt. Im nepalesischen Viertel, im alten Dubai, hat der junge Mann vor seinem Abflug noch eine letzte Verabredung. Gemeinsam mit seinen Leidensgenossen, auch sie ohne Job und Visum, gönnt sich Sunil als Abschiedsessen das Nationalgericht. Nepalesische Momosuppe. Teigtaschen in scharfer Soße. I miss my country now. Die meisten dieser Nepalesen sind illegal im Land. Monatelang wurden sie nicht bezahlt. Doch vor allem bedrückt sie das Gefühl, zutiefst ungerecht behandelt worden zu sein. We came here from far away to work here, to earn money, and to support our family. But this UA government, they treated us like animals. Für Sunil ist sein Abenteuer am Golf zu Ende. Einige konnten das Geld für den Rückflug zahlen. Andere jedoch dürfen an eine Rückkehr nicht einmal denken. In der Barackensiedlung hat der junge Mann aus Bangladesch, den wir filmten, das Gefühl, in der Falle zu sitzen. Illegalen wie ihm haben die Behörden der Emirate eine Frist von 4 Wochen gesetzt, um das Land zu verlassen. Ansonsten droht ihm eine Strafe über 2.500 Euro. Doch er hat niemanden, der ihm Geld leiht. I stay in Dubai because I do something for my family, and this is my right now. This is my goal. I do here work and income money, earn money, and give my mother and family. They will good. This my right now. This only this my. Er ist ganz auf sich allein gestellt. Noch hat Bangladesch seinen in den Golfstaaten festsitzenden Staatsbürgern keine Hilfe zugesagt. Die Inder erhalten heute in ihrer Unterkunft die erlösenden Papiere. Die seit Monaten ohne Pässe festsitzenden Arbeiter haben die Reisedokumente ihres Konsulats bekommen. Und Plätze auf einem Flug zurück nach Hause. Angeblich haben 150.000 Inder die Emirate dieser Tage verlassen. Über 500.000 stehen noch auf der Warteliste. Es ist für alle eine Rückkehr ins Ungewisse. Auch ihr Land hat das Coronavirus wirtschaftlich hart getroffen. Viel hat es ihnen nicht zu bieten. Und ihre Familien brauchten das Geld dringend, das sie ihnen schickten. Thank you.